Heute kümmern wir uns um diese leckeren Chicken Nuggets. Also wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja unterm Video in der Infobox. Ich habe jetzt hier in mein Zerkleinerer einfach schon mal Hähnchenfleisch. Dazu gebe ich jetzt Salz. Und ich gebe einfach noch ein bisschen Hähnchengewürz dazu. Man könnte aber auch, wo habe ich es denn jetzt hingelegt? Ist aber eigentlich egal. Und zwar, weil ich hatte erst überlegt, ob ich ein Gyros-Gewürz dran mache. Irgendwo habe ich es hingelegt, weil das ist noch zu. Und habe mir aber jetzt gedacht, nee, ich mache das so. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, ihr könnt da natürlich auch ein anderes Gewürz dran machen. Ach, da habe ich es doch. Sonst hätte ich das dran gemacht. Aber habe mich jetzt doch umentschieden. Und was ich noch gerade schon mache, okay, bisschen komisches Deutsch. Ich habe Brötchen im Backofen. Die muss ich jetzt erstmal backen, damit die fest werden, weil ich die Panade dann aus den Brötchen machen möchte. Paniermehl hätte ich da, aber ich wollte so eine Art Panko, was gröber ist, nehmen. Und deswegen Panko habe ich nicht da. Also nehme ich jetzt einfach meine Brötchen, die ich da habe, und backe die auf. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ganze klappt. Jetzt tue ich mir einfach mal so Nuggets vor. Muss man halt selber gucken, wie groß man die haben möchte. Dann lege ich mir die einfach erstmal hier hin. So sehen jetzt meine Brötchen aus, die ich zerkleinert habe. Und zwar, ich habe aber allerdings nur das Äußere genommen. Das Innere war dann noch zu weich, das kann man ja so essen. Oder wenn ihr natürlich wisst, dann und dann will ich das machen, könnt ihr natürlich die Brötchen normal trocknen lassen. Ich mache das ja jetzt spontan. Und ja, hier haben wir jetzt schöne grobe Würfel. Ich muss mal gucken, ob mir das reicht. Ansonsten habe ich nämlich noch Brötchen im Ofen. Ich glaube, ich mache da noch eins. Und dann müssen wir sie einfach nur panieren. So. Also was ich immer ganz gern mache, ist, dass ich das Ei richtig gut verquirl mit dem elektrischen Rührgerät. Denn wenn das nicht richtig verbunden ist, Eiweiß und Eigelb, zieht man ja immer diese ganzen Schlieren mit sich. Und genau, deswegen mache ich das immer gerne so. Jetzt geben wir das wie gewohnt einmal ins Mehl, dann ins Ei. Damit natürlich alles schön haften bleibt. Und dann, das meine ich hier, sonst hat man immer so diese ganzen Fäden und Schlieren. Und jetzt einfach in unsere Brösel. Richtig schön wälzen. Wird es schön knusprig. So, dann wollen wir mal starten. Das Öl ist erhitzt, hoffe ich doch. Ja, und wenn die dann einfach die gewünschte Bräune haben, wie bei mir jetzt, dann holen wir sie einfach raus. Und ich habe hier einfach Küchenpapier liegen und da tropfen sie dann ab. Ja, und das sind jetzt unsere Nuggets. Ich würde sagen, ich probiere mal. Ich nehme mal eins von den unteren, weil die sind schon länger draußen, also nicht mehr so heiß. Und ja, die kann man natürlich mit Zitrone essen, mit Süß-Sauer-Soße, wie auch immer. Ich beiße da jetzt einfach mal neutral rein. Schmeckt super lecker, ist halt wirklich super crunchy. Jetzt noch mal mit süß-sauer. Das ist natürlich kein Vergleich zu den gekauften aus dem Supermarkt,
Allein auch schon wegen der Panade. Also was soll ich sagen? Macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!